Hallo, Fieber kennen wir alle, haben wir alle. Im Durchschnitt hat man das einmal im Jahr mindestens. Fieber ist also was, was sehr oft vorkommt. Fieber ist meist auch kein größeres Problem. Es ist meist ein Symptom für eine Infektion mit Bakterien oder Viren. Es kann aber auch eine schwerwiegendere Erkrankung dahinter stecken. Darauf gehe ich auch gleich noch ein. Ich nenne jetzt in dem Video einmal die Ursachen für Fieber, denn es können viele verschiedene Erkrankungen sein. Und ich sage auch, wie Fieber überhaupt entsteht, wie unser Körper diese Temperatur reguliert. Wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie dran und schauen sich das Video an. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Fieber ist ein sehr häufiges, unspezifisches Symptom vieler verschiedener Erkrankungen. Wenn man Fieber hat, kann man nicht pauschal sagen, also welche Erkrankung dahinter steckt. Fieber selber ist ein Symptom, aber keine eigenständige Erkrankung. Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Fieber oder wann redet man von Fieber? Von Fieber spricht man, wenn ein bestimmter Sollwert bzw. ein bestimmter Durchschnittswert, den wir so haben, überschritten wird, wenn die Körpertemperatur sich da erhöht. Und das kann dann die Folge sein, weil man eine Infektion zum Beispiel hat, aber auch von vielen verschiedenen anderen Erkrankungen. Die Höhe des Fiebers, und das ist wichtig und interessant, die gibt meist keinen Aufschluss darüber, welche Erkrankung dahinter steckt. Vielmehr der Verlauf des Fiebers, wie lange man das Fieber hat, ob es dazwischen Phasen gibt, wo das Fieber weg ist. Darauf werde ich gleich auch noch eingehen. Fieber selber bezeichnet also eine systemische Reaktion des Körpers auf sogenannte Pyrogene. Darauf gehe ich gleich auch noch ein, was das ist. Aber so entwickelt sich systemisch in unserem ganzen Körper eine Reaktion. Fieber hat letztlich eine Schutzfunktion, denn wenn wir Fieber haben, dann erhöht sich ja die Temperatur in unserem Körper und diese Temperatur ist dann schlecht für Eindringlinge wie Bakterien und wie Viren. Aber, und das ist sehr wichtig, ab einem bestimmten Fiebergrad, man sagt so ab 39, 40 Grad, da ist es so, dass diese Temperatur auch schlecht für uns selber ist, für eigene Proteine. Und das ist dann auch der Grund, warum man spätestens dann ja auch therapieren sollte. Welche Normwerte gibt es? Ab wann spricht man von Fieber? Es gibt verschiedene Werte, die man hat und Einteilungen, wann man einmal von Fieber spricht. Das habe ich jetzt in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Also 36,5 bis 37,4 Grad, das ist unsere normale Temperatur. Danach spricht man von einer subfebrilen Temperatur. Also subfebril bezeichnet eine leicht erhöhte, aber noch nicht fieberhafte Körpertemperatur. Das ist auch ganz wichtig. Dann 38,1 bis 38,5 leichtes Fieber und ab 40 Grad, da spricht man von einem sehr hohen Fieber. Also ab 40 Grad sagt man sehr hohes Fieber. Wie reguliert unser Körper unsere Temperatur? Wie reguliert nun unser Körper die Temperatur? Dabei ganz entscheidend ist der sogenannte Hypothalamus. Der Hypothalamus ist ein Teil unseres Zwischenhirns und der ist für die Regulation der Körpertemperatur zuständig. Er ist dafür zuständig, dass die Temperatur in Herzen, Nieren, Gehirn und Leber weitestgehend konstant bleibt und steuert dafür die Wärmeproduktion und die Wärmeabgabe. In der Regel liegt die Solltemperatur bei etwa 37 Grad. Ich hatte ja gerade auch die Grenzen da genannt. Liegt nun zum Beispiel eine Infektion vor, dann sorgt unser Hypothalamus dafür, dass sich der Sollwert erhöht. Das heißt, eine Infektion liegt vor, der Körper erkennt das und als Reaktion darauf wird Fieber sozusagen gebildet. Der Sollwert unserer körpereigenen Temperatur erhöht sich. Wie erreichen wir das? Das erreichen wir, indem die Stoffwechselaktivität erhöht wird, indem Muskelarbeit erhöht wird und dadurch mehr Wärme entsteht und die Temperatur steigt. Das ist dann nämlich das Zittern. Und auch indem die Wärmeabgabe reduziert wird. Und das erreicht man, indem Gefäße sich zusammenziehen. Und das passiert dann meist erstmal in den Peripheren, also
weiter entfernten Organen wie Füße, Hände, auch Nase. Das ist der Grund, warum es uns da dann zum Beispiel auch kalt wird. Der Körper sorgt dafür, dass sozusagen erstmal die wichtigen Organe wie Herz, Lunge, Niere, dass die natürlich konstant bleiben und dort die Temperatur gleich bleibt und weniger Wärmeabgabe dann in den peripheren Organen oder Extremitäten ist. Eben hatte ich ja schon einmal den Begriff der Pyrogene erwähnt. Also das sind die Stoffe, die dafür sorgen, dass es zur Erhöhung der Körpertemperatur kommt. Und diese Pyrogene, Pyros für Feuer im Griechischen, und diese Pyrogene können zum einen von außen in unserem Körper gelangen, und zwar über Viren, über Bakterien, aber sie können auch körpereigene Substanzen sein. Nämlich, wenn unser Körper sogenannte Pyrogene freischüttet, zum Beispiel als Folge einer Immunreaktion oder auch bei anderen Erkrankungen, die ich gleich erwähne. Also Fieber kann ausgelöst werden durch körperfremde Stoffe oder körpereigene Stoffe. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil oftmals das auch verwechselt wird. Und letztlich auch kann man Fieber bekommen, ohne dass der Sollwert erhöht wird, ohne eine Verschiebung und Beeinflussung durch den Hypothalamus. Zum Beispiel, wenn man in die Sauna geht, dann schwitzt man ja auch. Oder wenn man viel Sport auf einmal macht und schwitzt, da hat es andere Gründe und nicht, dass der Körper mit einer absichtlichen Sollwerterhöhung reagiert, sondern da will er Temperatur ausgleichen. Welche Form von Fieber gibt es? Insgesamt gibt es unterschiedliche Formen von Fieber, und diese unterschiedlichen Formen, die machen eine Auskunft darüber, was dahinter stecken kann. Ich hatte es ja eben schon gesagt, die Höhe des Fiebers ist es meistens nicht, sondern eher der Verlauf. Und da gibt es 6 wichtige Formen, die man wissen kann. Und da kann man dann auch vergleichen, wenn man selber betroffen ist von Fieber, was hat man wohl wahrscheinlich. Die folgenden 6 Formen habe ich jetzt hier einmal zusammengefasst. Also erstens Continua Febris, also das ist Temperatur über mehrere Tage, über 39 Grad und kaum Schwankungen, also ganz kontinuierlich, typisch für das Fleckenfieber. Dann, und das ist sehr oft, was wir meist haben, ein remittierendes Fieber, stärkere Schwankungen, stets oberhalb der Normaltemperatur, also über 38 Grad. Und das ist typisch für Nasennebenhöhlenentzündung, Harnwegsinfektionen auch. Dann sieht man hier noch weitere verschiedene, die ich zusammengefasst habe. Und ganz unten zum Beispiel das biphasische Fieber. Also biphasische Fieber bedeutet, dass die Verlaufskurve in 2 Gipfeln verläuft. Also man hat Fieber, dann wieder null, gar nichts und dann wieder Fieber. Also wie so ein Höcker von einem Kamel. Und das ist dann zum Beispiel typisch bei Masern, bei Kindern oder auch Meningokokken, Meningitis oder Sepsis. Das ist das biphasische Fieber. Darauf muss man gerade bei Kindern achten. Die Ursache von Fieber. Im Folgenden nenne ich jetzt einmal die Ursachen von Fieber. Sehr oft habe ich ja schon die Infektion durch Viren und Bakterien erwähnt, aber es gibt noch viel mehr. Und das ist gerade dann auch die Kunst des Arztes, das herauszufinden. Und das ist wahrscheinlich auch dann oft der Grund als Betroffener, warum man sich oft dann auch Gedanken macht bei Fieber, gerade wenn man glaubt, es kann nicht aufgrund von Viren oder Bakterien sein, weil man keine Infektion hat. Also im Folgenden nenne ich die einmal. Erstens Infektion durch Bakterien, Viren und Pilze. Hier ist es so, wie eben auch schon geschildert, der Körper versucht, sich der Krankheitserreger zu entledigen, indem er die Temperatur erhöht und so das Umfeld umgestaltet, also ein Milieu schafft, das schlecht für die Bakterien, schlecht für die Viren ist. So gehen dann beispielsweise typische Atemwegsinfektionen wie eine Erkältung oder auch eine Bronchitis mit leichtem Fieber und auch Kopfschmerzen. Aber eine echte Grippe, diese Influenza, die hat meist hohes und plötzliches Fieber. Und so kann man auch das schon mal unterscheiden, ob man halt eine leichte Erkältung hat oder eine Grippe. Also bei einer Grippe der Influenza, dann ist es so, dass man plötzlich hohes Fieber entwickelt. Ganz oft ist das ja auch das, worüber man sich Gedanken macht.
Dann zweitens maligne Erkrankung, also Krebserkrankung. Fieber ist in diesem Zusammenhang ein recht häufiges Symptom und kann als Erstsymptom aber auch nach einer Chemotherapie eintreten. Also das ist auch ganz typisch. Da fragt man den Patienten immer nach der sogenannten B-Symptomatik. Und die B-Symptomatik, das sind drei Kriterien oder eine sogenannte Trias ist das. Erstens, ob der Patient Fieber hat. Zweitens, ob er Nachtschweiß hat. Und drittens Gewichtsverlust, und zwar man sagt so mehr als 10% in den letzten 6 Monaten, ohne dass man das absichtlich versucht hat. Jetzt darf man sich natürlich nicht verrückt machen lassen. Nachtschweiß bedeutet zum Beispiel so stark, dass man das T-Shirt wechselt oder das Bettlaken wechseln muss. Und natürlich nicht jetzt bei einem sehr heißen Sommer oder so. Ja, aber das ist die sogenannte B-Symptomatik. Und wenn man den Verdacht auf eine Krebserkrankung hat, dann fragt man oft danach. Also Fieber ist hier ein wichtiges Kriterium bzw. Symptom. Drittens Traumata. Als Trauma bezeichnet man also entstandene körperlichen Schaden durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel einen Knochenbruch. Und bei Knochenbrüchen, gerade bei Kindern, gehen diese häufig auch mit Fieber einher. Viertens Autoimmunerkrankung. Als Autoimmunerkrankung bezeichnet man also Erkrankungen, bei denen das Abwehrsystem körpereigene Strukturen angreift. Darauf bin ich ja auch schon oft eingegangen. Rheumatoide Arthritis als Autoimmunerkrankung, Psoriasis, Schuppenflechte, ähnliches. Also Fieber ist hier oftmals ein erstes Anzeichen auch. Man spricht zum Beispiel auch von einem rheumatischen Fieber. Also auch Autoimmunerkrankungen können Ursachen für ein Fieber sein. Fünftens, Fieber als Folge von Arzneimittel oder Drogenkonsum. Ein Fieber kann auch die Folge davon sein. Die Art und Weise der Entstehung des Fiebers ist dann vielfältig. Und das entstehende Drug-Fieber ist nur schwer vorhersehbar. Man kann das nicht so richtig sagen, ab wann es eintritt. Allergische Reaktionen mit einem Temperaturanstieg, wenn man also allergisch auf ein Medikament reagiert, das kommt ja sehr schnell und plötzlich. Aber zum Beispiel bei Antibiotika kann es sein, dass die Antibiotika erst so nach 4 bis 5 Tagen Fieber erzeugen, dass man die also schon ein paar Mal genommen hat und erst dann bekommt man aufgrund der Antibiotika Fieber. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Und dann auch noch Drogen, also hier gerade Ecstasy als Beispiel, kann auch zu Fieber führen, also zu einem Körperanstieg, nämlich weil da die Wärmeregulation gestört wird, zum einen die Wärmeabgabe als auch die Wärmeproduktion. Darüber hinaus gibt es noch andere, weitere Ursachen. Ein paar habe ich jetzt hier nochmal genannt. Also die neuroendokrine Störung als Beispiel, Schilddrüsenüberfunktion, eine Dehydration, also Minderversorgung des Körpers mit Wasser, zu wenig Flüssigkeit. Dann autoinflammatorische Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die das Wärmezentrum betreffen, also den Hypothalamus, aber auch letztlich Fieber unklarer Ursache zum Beispiel. Fieber unklarer Ursache, das kann also auch vorkommen, so man sagt, Pi mal Daumen ungefähr bei 10%. Und das oder davon spricht man, wenn man so länger als 6 bis 8 Tage Fieber über 38 Grad hat und dem nicht zuordnen kann, dann ist es ein Fieber unklarer Ursache. Manchmal ist es so, gerade wenn es so ein systemisches Problem ist, eine Autoimmunerkrankung oder vielleicht auch eine Tumorerkrankung, dass man dann erst später sozusagen die Ursache entdeckt und dann aus diesem Fieber unklarer Ursache dann doch eine klare Ursache wird. Welche Komplikationen können durch Fieber auftreten? Der Punkt ist nochmal ganz wichtig und sehr interessant, welche Komplikationen nun entstehen durch Fieber. Also zum einen ist es ja gut, dass sich die Körpertemperatur erhöht, wie ich gesagt habe, weil dann das Milieu für Bakterien, Viren verschlechtert wird, die sich nicht sozusagen fortpflanzen können und bekämpft werden. Zum anderen kann Fieber aber auch Probleme mit unserem eigenen Körper machen, wie zum Beispiel eine Erhöhung der Schlagfrequenz, unserer Herzfrequenz, eine Blutdruckveränderung, auch Einfluss auf die Atmung. Ich habe hier einmal ein paar Punkte genannt. Das sind typische Komplikationen, die bei erhöhtem Fieber auftreten können. Und deswegen ist es wichtig, ab einer bestimmten Temperatur darauf zu achten, dass das Fieber nicht weiter ansteigt. Was kann ich selber tun?
Eine symptomatische Behandlung von Fieber ist möglich, aber nicht immer nötig. Das ist auch ganz wichtig. Hierüber gibt es natürlich viele verschiedene Meinungen. Für den Körper ist es prinzipiell gut, dass er so einmal im Jahr Fieber bekommt, weil man dadurch ja das eigene System, das Abwehrsystem sozusagen auf Vordermann bringt oder dass es mal richtig arbeitet und damit bleibt es sozusagen auch gewohnt oder in Übung, so ganz vereinfacht gesagt. Und bis zu einer bestimmten Temperatur, so 38,5, 39 Grad, ist das Fieber auch nicht weiter schlecht für uns. Ab 39 Grad, darauf sollte man achten, dann sollte man definitiv was tun. Was kann man selber tun? Erstens als Medikament ist zu empfehlen Paracetamol als fiebersenkendes Medikament. Und zweitens, auch sehr gut, sind die Wadenwickel. Oftmals das ja, was unsere Omas uns sagen, aber das ist wirklich sehr sinnvoll, weil es hier zu einem Austausch der Temperatur kommt. Wie macht man das? Man nimmt einen kalten Lappen, wickelt den um die Wade, darüber kann man noch ein Tuch machen, hält das so ungefähr für 5 Minuten und dann nach 5 Minuten nimmt man den Lappen wieder, macht ihn wieder kalt nass und legt ihn wieder drauf, das so 2-3 Mal. Ganz wichtig aber, das funktioniert nur, wenn die Beine oder die Waden auch eine erhöhte Temperatur haben, weil nur dann ja der Temperaturausgleich stattfindet. Aber Wadenwickel ist sehr sinnvoll, gerade wenn man keine Medikamente zur Hand hat. Mein Kind hat Fieber, wann sollte ich zum Arzt gehen? Das ist natürlich eine Frage, ja, sehr schwierig und darüber macht man sich sehr viele Gedanken. Gerade Kinder haben ja auch oft Fieber am Anfang, ganz natürlich, weil das Immunsystem auch erstmal sozusagen in Gang kommt, man oft Infektionen bekommt im Kindergarten etc. Es gibt so 2-3 Regeln. Erstens, ab 39 Grad sollte man definitiv zum Arzt gehen. Zweitens, wenn das Fieber länger als einen Tag, also 24 Stunden anhält, vielleicht bei 38,5 ist, aber man hat es jetzt schon länger als einen Tag, dann auch. Und drittens, wenn das Fieber gleichzeitig mit anderen Symptomen, wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, starke Lustlosigkeit einher ist, dann ist es zwar vielleicht nicht so hoch, nicht bei 39 Grad, aber hat noch die anderen Symptome. Letztlich hören Sie da auch auf Ihr Bauchgefühl, das ist wichtig, aber auch das, Kinder haben oftmals ein höheres Fieber, eine höhere Temperatur als wir Erwachsene. Das haben Sie vielleicht auch selber schon erlebt. Das war einmal ein Beitrag über das Thema Fieber. Ich wollte einmal erklären, wie Fieber entsteht, wie es gesteuert wird, nämlich durch den Hypothalamus, wie wir den Sollwert immer wieder anpassen. Dass Fieber verschiedene Ursachen haben kann. Sehr häufig sind Viren und Bakterien. Es können aber auch andere Erkrankungen dahinter stecken. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge und für Kommentare und Meinungen hierzu direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.